Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Robert Spang. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Quality und Usability Lab der TU Berlin und ich freue mich, Sie zu meinem Lightning Talk begrüßen zu dürfen. Wenn sich die Datenqualität selbst nicht verändern lässt, dann ist es manchmal hilfreich, sich die einzelnen Verarbeitungsschritte genau anzusehen, um bessere Analyseergebnisse zu erzielen. Diese ganz generelle Aussage möchte ich gerne auf die Identifikation von Verweil- und Bewegungsintervallen anwenden, also von Stops und Trips in GPS-Daten. GPS-Aufzeichnungen ganz grundsätzlich bestehen erstmal nur aus Koordinaten, wie hier im Hintergrund der Karte, und einem Zeitstempel, wann sie aufgenommen wurden. Als Verhaltensforscher bin ich aber viel mehr an den für die Menschen relevanten Orten interessiert, hier farbig hervorgehoben, als an den rohen GPS-Signalen. Deswegen muss ich das eine zuerst an das andere überführen. Ich möchte Ihnen heute ganz grundsätzlich etwas kurzes Einleitendes zu GPS-Aufzeichnungen allgemein erzählen, Ihnen dann das Standardverfahren kurz vorstellen, mit dem solche Analysen heutzutage gemacht werden, und Ihnen dann einen neuen Algorithmus zu präsentieren, rund um die Idee, die Signalstreuung selbst mit einzubeziehen. Aber zuerst, welches Signal und welche Streuung? Nun, ganz grundsätzlich, jede gemessene Größe hat Rauschen oder Signalstreuung. Insbesondere mit günstigen Geräten schwindet oft die Genauigkeit. So sieht eine rohe Aufzeichnung von GPS-Ortspunkten meist so aus, wild verteilt um den Ort, an dem ich wahrscheinlich mich wirklich aufgehalten habe. So ein Signal wird meist aufwendig vorgefiltert, bevor es dann weiterverarbeitet wird. Das Standardverfahren heutzutage dazu basiert auf einem Radius und einem zeitlichen Schwellwert. Um jeden Punkt in der Aufzeichnung wird ein Kreis gezeichnet und dann die Anzahl der Nachbarn in diesem Kreis analysiert. Liegen Nachbarn in dem Kreis, gehen wir davon aus, dass es sich um einen Stop handelt. Die Idee ist relativ alt und weit in den Projekten verbreitet. Allerdings ist die damit erzielbare zeitliche Auflösung relativ beschränkt und das Verfahren neigt zur Segmentierung, insbesondere bei stark streuenden Signalen. Unser Vorgehen nutzt gerade diese Streuung. Ich schlage vor, jeweils eine kleine Teilmenge von benachbarten Ortspunkten zu analysieren auf ihre geometrischen Eigenschaften hin. Und dazu gibt es sehr viele Möglichkeiten, an denen ich exemplarisch insbesondere eine kurz darlegen möchte. Sehen wir uns dazu diese Skizze an, aufgezeichnet, als ich unterwegs war. Um die zu analysieren, messen wir die Pfadlänge aller Punktpaare. Sagen wir in Summe hier 120 Meter. Als nächstes ermitteln wir die längste Distanz zwischen zwei Punkten, all der Punkte, die wir gerade betrachten. Sagen wir hier von ganz links nach ganz rechts etwa 105 Meter. Wenn wir die beiden miteinander dividieren, erreichen wir ein Verhältnis von knapp über 1. Sehen wir uns dazu im Kontrast diese Aufzeichnung an, die ich aufgezeichnet habe, als ich mir kurz einen Kaffee geholt habe. Ich bin nicht wirklich so chaotisch umhergeirrt. Stattdessen hatte mein Handy wohl eher Mühe, meinen exakten Aufenthaltsort zu bestimmen. Das Signal hatte also Streuung. Die Summe aller Teildistanzen ist auch hier wieder 120 Meter. Allerdings ist die größte Distanz der betrachteten Punkte hier nur 28 Meter. Das Verhältnis von diesen beiden Werten ist dabei deutlich größer. Hier zeigt sich, wie gut sich das Verfahren eignet, um beide Klassen von Ortspunkten voneinander zu unterscheiden. Je niedriger der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich tatsächlich fortbewegt habe. Wohingegen je größer der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich eher fix an einem Ort aufgehalten habe. Das Verfahren eignet sich also gut zur Identifikation von Stop- und Trip-Intervallen. Wir haben einen ganzen Algorithmus rund um diese Idee entwickelt. Allerdings verlassen wir uns dabei nicht nur auf die gerade skizzierte Methode, sondern auf eine Vielzahl von verschiedenen Bewertungsfunktionen, die jeweils ihr eigenes Ergebnis errechnen. Anschließend kombinieren wir diese Ergebnisse und formen damit eine gemeinsame Mehrheitsentscheidung. Dadurch können sich die Methoden gegenseitig überstimmen und ausgleichen. Okay, gut. Aber wie gut funktioniert das denn jetzt in der Praxis? Um das zu beantworten, haben wir ein Bewegungstagebuch aufgezeichnet über 2 Monate hinweg und dabei etwa 400 Stops gemessen. Diesen Datensatz können wir jetzt benutzen, um einen genauen Vergleich mit unserem Algorithmus zu etablierten Verfahren herzustellen. Ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, diese Tabelle vergleicht unsere Methode mit Moving Pandas, Scikit Mobility und ArcGIS Pro. Beste Werte sind jeweils in grün hervorgehoben. Und wie sich zeigt, unser System schlägt die Vergleichssysteme in nahezu allen Kategorien. Es macht weniger Fehler, diejenigen Fehler, die es macht, sind weniger relevant und Start und Ende der Intervalle werden genauer aufgezeichnet. Unser System heißt Stop-and-Go-Classifier und basiert auf 3 Kernideen. Erstens, es arbeitet auf ungefilterten Daten. Zweitens, es analysiert diese geometrisch. Und drittens, es verwendet mehrere Bewertungsfunktionen, um eine gemeinsame, robuste Klassifikation zu erreichen. Signalrauschen selbst beinhaltet analytisches Potenzial.
Ich möchte Sie gerne noch auf die Birds of a Feather Session hinweisen um 16 Uhr und freue mich, Ihnen das Vorgestellte mit Ihnen zu diskutieren und auf Ihre Ideen und Gedanken dazu. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.